Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Prey 2017. Ja, das letzte Mal haben wir endlich Dr. Calvinos Büro gefunden, beziehungsweise sein Labor, und konnten dort die Looking Glass Übertragung wieder aktivieren und konnten endlich mal herausfinden, was hier denn genau so gespielt wird, beziehungsweise was unsere nächste Aufgabe jetzt sein wird. Und zwar sollen wir die komplette Station sprengen, was natürlich auch klar ist, weil wir die kompletten Typhon theoretisch auslöschen sollen. Und ja, traurigerweise auch damit uns selber auch, weil wir ja auch voll sind mit dem Typhon-Zeug. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ist natürlich eine harte Sache, aber er hat ja irgendwo, wir, muss man ja sagen, wir haben irgendwo recht. Es darf einfach nicht zur Erde gelangen, weil ansonsten passiert das Gleiche wie hier. Und das ist selten gut, wenn die Erde komplett von Typhon übernommen wird. Gut, das nächste Ziel wäre jetzt, dass wir zur Psychotronik gehen und uns dort unseren Schlüssel wiederherstellen, beziehungsweise dort rübergehen, um den ersten Zündschlüssel für die Selbstzerstörung zu holen. Den zweiten hat ja Alex, aber wir müssen erstmal unseren wiederherstellen. Was ich aber zuerst machen würde, ist rüber ins Strahlen- und Wellenlabor gehen. Weil wir das jetzt freigeschalten haben. Aber bevor wir das alles machen, haben wir jetzt den Generalschlüssel und können damit auch nochmal unglaublich viel weitere Türen öffnen. Und das will ich mir jetzt anschauen. Wobei ich mir vorstellen könnte, oh mein Gott! Anzug wurde beschädigt. Toll! Ja, versucht das Mimik anzugreifen und hab dabei diese explosive Ladung getroffen. Großartig, wie das lief. Ich sollte mich vielleicht auch heilen. Das letzte Mal haben wir uns ja diese Mega, die Mega-Typhons theoretisch oder was auch immer das für Viecher sind, angegriffen. Ich habe das schlechte Gefühl, dass es daran liegt, dass wir, ach genau, jetzt sind wir hier draußen, dass wir auf einem schweren Modus spielen und jetzt auch schon andere Typhon-Viecher kommen. Das war jetzt noch ein normales, aber da, wie gesagt, das letzte Mal gab es ja schon fiesere Viecher. Schauen wir mal. Außerdem müssen wir noch in die Waffenkammer. Stimmt. Kann ich mich da irgendwie anschleichen? Nee, kann ich nicht. Geh bloß weg von mir. Du bist wenigstens noch ein normales Mimik. Na, also. Wo ist es? Wo ist es? Da. Ach, echt? Kann ich schon wieder nichts mitnehmen? Ich hasse das. So. Ich kann grundlegend, ich muss bloß immer wieder, ich weiß nicht, weswegen der nicht autosortiert im Inventar, aber ich muss immer wieder das ganze Zeug so einpacken. Gehen wir hier jetzt zur Psychotronik? Das frage ich mich halt gerade. Ah, guck mal, da waren wir schon drin. Stand clear. Oha! Ich hätte natürlich nicht erwartet, dass man sich da einfach so durchhauen kann, meine Güte. Okay. Haben wir hier weitere Mimics? Die sind immer so gefährlich, die Biester. Ich weiß auch gerade nicht wirklich, soll ich mich einlesen, muss ich mich heilen, aber ach. Manuelle Überbrückung, wo kommen wir denn hier hin? Sales Division? Jetzt sind wir auf der Seite, waren wir hier schon mal? Ich kann es gerade echt nicht sagen. Oh, Generalschlüssel, praktisch. Ach, jetzt sind wir hier. Ah, das ist bloß eine kleine Abkürzung, so raus. Das ist interessant. Aber waren wir hier schon mal? Ach ja, genau, da war das hier. Können wir aber leider immer noch nicht tragen. Hier in der IT waren wir ja schon. Gab es da noch irgendwas? Dort brauchten wir aber doch aber irgendwas anderes für, oder? IT-Lagerschrank. Ob der hier irgendwo ist? Ich meine, würde er Sinn machen, dass der IT-Lagerschrankschlüssel irgendwo in der IT rumhängt, oder? Aber grundlegend... Aul, okay. Oh! Rückstoßreaktor SP-58 und der Neuromod. Hoppla! Wenn man sich nicht alles anschaut, ne? Es ist unglaublich in diesem Spiel. Ich hab's ja schon mal gesagt, man kann irgendwie 10-mal durch dieses Spiel durchrennen und findet immer noch neue Sachen. Rückstoß kann Schaden auf den Angreifer zurückwerfen. Rückstoß kann Schaden auf den Angreifer zurückwerfen. Was heißt das jetzt? Was heißt Rückstoß? Ich meine, ich aktiviere's mal. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, was dieser Rückstoß ist. Kann Schaden auf den Angreifer zurückwerfen. Ich meine, klingt vorerst nicht schlecht. Ich bin mir nur gerade nicht hundertprozentig sicher, was es jetzt genau bedeutet. Hier kamen wir auch nicht unbedingt weiter, ne? Ich meine, hier war es schön draußen. Will ich mir jetzt hier nochmal alles angucken? Komme ich dort hoch? Grundlegend schon. Will ich dort hoch? Ich weiß es nicht. Hier waren wir in der Kantine.
Und von dort ging's. Ach so, nicht hier raus. Ja, okay. Ich verstehe. Das heißt, die Kantine war ja größtenteils eigentlich nutzlos, ne? Außer hier würde noch irgendwas rumhängen. Oh Gott, Mimik! Oh! Ich bin direkt dagegen gerannt. Wie kann ich dich denn nicht getroffen haben? Meine Güte. Schönerweise regenerieren wir uns ja immer auf 20 hoch. Das heißt, solange wir mit den Leben hier kämpfen, verlieren wir eigentlich auch überhaupt nichts, was eigentlich ganz, ganz toll ist. Ist aber trotzdem manchmal ein bisschen ätzend. Das Sofa können wir auch noch nicht aufheben, es ist unglaublich. Oh. Ob wir damit jetzt irgendwie Blödsinn machen können? Ja, es geht. Yes! Na also. Ah, ich liebe diese Fähigkeit. Ah, das Sofa. Kriegen wir das Sofa hier irgendwie weg? Magnetbandschrank? Was tust du da? Ich muss dich vielleicht mal werfen. Kann ich gar nicht mehr. Na, großartig. Jetzt versperrt er mir so den Weg. Ich glaube, so war das nicht ganz gewollt, ne? Wenn ich ihn so anhebe. Ah, ja, ja, yes. Das sollte funktionieren. Wie hoch bin ich denn auf diesem komischen Sofa? Ah, jetzt. Nee, geht immer noch nicht. Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht mit seinen komischen Physiksachen. Ich meine, man kann es schön austricksen, aber manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Weil dieser Schrank da einfach nicht mehr durchgeht. Der hat sich da so festgehangen. Komm schon. Oh, yes. Na also, Personalabteilung. Grundlegend könnte ich hier schon rein. Es braucht ja bloß Hebekraft 3 hier drin zu sein. Ich quicksave mal kurz. Ich weiß immer nie, wird gespeichert, braucht halt immer so lange. Und ich glaube, dadurch bringe ich mich dann immer selber in Gefahr. Wenn ich dann zu früh weiterspiele. Oh, Medikit. Auf jeden Fall verwenden. Dankeschön. Du dummes Mimik. Ich sehe vor allem kaum was. Das war V, ne? Meine Güte. Glück gehabt, dass es mich nicht angegriffen hat. Es ist echt... Vor allem, du kannst halt nicht auf jedes Aufpralldämpfer CRUV1. Was finden wir denn jetzt alles? Meine Güte. Die ganzen Chipsätze. Verringert den Schaden durch Zusammenstöße bei Schwerelosigkeit. Ja, okay. Recyclerschild ist ganz witzig. Dadurch können wir einfach Granaten werfen. Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen ist auch cool. Schleichengriffe stellen etwas Gesundheit wieder her, kann man schön mit dem Pirscher. Machen wir mal den Rückstoß. Machen wir den mal raus und dafür das hier rein. Wer verringert den Schaden durch Zusammenstöße bei Aufprall in der Schwerelosigkeit? Klingt ganz witzig. Asteroidenfragment. 9mm Munition. Oh, ein Apfel. Nehme ich. Wodka. Mein Inventar ist schon wieder voll. Wobei ich gleich mal wieder schauen kann, ob das wirklich voll ist. Natürlich nicht. Nehmen wir mit, ein bisschen Wodka schadet nie. Wie viel 9mm kann man denn bitte in einem Büro lagern haben? Meine Güte. Der hat sich ja auf was vorbereitet. Okay, die Frage ist, können wir die Mails auch im Dunkeln lesen? Gute Neuigkeiten. Wir schauen gleich mal. Ach, guck mal, ja, der Bildschirm ist hell genug. Das ist schön. Thomas Tacker, Bewerber SC32535, okay. Hallo Sandro, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Ihre Bewerbung angenommen wurde. Wir haben Ihnen einige Dokumente zugeschickt. Bitte gehen Sie durch und unterschreiben Sie bis Ende dieser Woche. Sobald die Formalitäten geklärt sind, sende ich Ihnen Ihre Reiseinformationen zu. Wir hätten Sie gerne möglichst nächsten Monat hier oben, um Sie einweisen zu können. Eine Reise zu reservieren stellt immer eine Herausforderung dar, aber wir buchen Ihnen einen berauschenden Flug in unserem Shuttle. Ich heiße Sie im Namen der Transtar-Familie willkommen. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen. Thomas Tucker. Okay, da haben Sie scheinbar Leute eingeladen. Gut, ich meine, das ist die Personalabteilung. Alex Juan, Thomas Tucker. Oh, Tommy. Ich weiß deine Sorgen zu schätzen, verstehe, dass du für die Diskrepanzen in der Buchhaltung nicht verantwortlich sein willst. Hunter Hales Entschädigung sticht deswegen heraus, weil er mit mir verhandelt hat. Betrachte die Sache als erledigt. Laut unseren Prognosen für dieses Jahr können wir ihm rein theoretisch sogar 6-mal so viel wie unseren anderen Piloten zahlen. Alex. Okay. Das heißt, er hat großzügig verhandelt, weil er dacht hat, ey, ja, es läuft eh gut mit der Firma, es ist immer gut, kann sich schnell ändern.
Okay, Dieb. Lane Carpenter. Sehen Sie, womit ich es hier zu tun habe? Lane Carpenter. Josh Dalton, Lane Carpenter. Genießen Sie Ihre Zeit an der Spitze, solange Sie noch können. Lange werden Sie dort nicht mehr bleiben. Jale Dalton. Wer auch immer das jetzt ist. Die Namen sagen mir irgendwas, aber ich bin mir nicht mehr genau sicher. Oh. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wer das jetzt alles war. Ich glaube, die haben wir bisher nur gelesen, die Namen, und noch nicht wirklich gesehen. Die paar Leute in der Werkstatt haben wir jetzt ja schon gesehen. Hier hängen halt auch überall diese Flexiformen. Ach so, waren das nicht die Typen mit der Assassin's League? Waren die nicht in der Dings? In der Personalabteilung? Ich bin mir gar nicht mehr 100%ig sicher. Würde aber klären, deswegen hier überall diese Dinge rumhängen. Oh, Transstar-Anerkennungsprogramm. Aus sogar zum Leitfaden zu Transstar-Richtlinien. Abschnitt, okay, Neuromods und Boni. Bei Transstar möchten wir Mitarbeiter für vorbildliche Leistung belohnen. Im Rahmen unseres Programms für besondere Anerkennung sind für eine Beförderung oder Auszeichnung vorgeschlagene Mitarbeiter berechtigt, Neuromods aus der Liste in Anhang 4.c zu erhalten. Bitte beachten, dieser Boni unterliegt den im Abschnitt 13 dargelegten Einschränkungen und können nach Transstars Ermessen zurückgezogen oder entfernt werden. Besonders im Rahmen von Aufhebung des Beschäftigungsverhältnisses, Disziplinarmaßnahmen oder Notfällen. Wie zurückgezogen und entfernt werden? Du kannst ja jemandem nicht mehr seinen Neuromod nehmen. Dann nimmst du ihm ja sein komplettes Leben. Das geht ja nicht. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee. Dort oben irgendwas? Hier muss man auch immer aufpassen und an die Decke schauen, ob es da nicht noch irgendwas hat. Das sieht so aus, als können wir das heben. Können wir nicht? Keins von denen. Aber ich weiß... wir können da aber durchspringen. Wie merkwürdig ist das denn? Haben wir da schon mal was weggeschoben? Oder weswegen können wir das einfach so machen? Weil das wird ja überhaupt keinen Sinn ergeben, oder? Oh, ja, bitte. Ja, den Kaffee trinke ich auf jeden Fall mal. Der gibt mir auch ein bisschen... hier... Wie heißt es denn? Psy zurück. Das kann ich gerade eben gut gebrauchen. Was? Ach, ich sehe es wieder nicht. Need a chat? I'm available. Okay. It is not okay to eat other crew members' lunches. If you're hungry, let me know. Goat. Okay... Die haben sich gegenseitig das Essen weggegessen. Das ist nicht nett. Definitiv. Hier hinter ist auch nichts. Okay. Kleiner Ausflug in die Personalabteilung. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht, aber wenigstens ein kleines bisschen was. Oh, war hier hinten nicht auch nochmal irgendwo ein dicker Teifen? Ich kann mich doch da an was erinnern, nicht wahr? Ich quicksave hier mal. Ach, guck mal, der hat sich in... Nee... Ich wollte gerade sagen, der hat sich in Teifenpudding aufgelöst. Als haben wir bloß das Feuer, das noch brennt. Ja, und der hat dich ordentlich zerlegt. Ich dachte schon, aber es ist bloß das Feuer, das da angefangen hat. Ja gut, nee. Wobei, ich müsste eigentlich wieder zurück, ne? Wobei, wenn wir, Mimic-Tumor. Wieso kann ich die jetzt nicht mitnehmen? Ach, ich hasse das. Es ist echt merkwürdig. Dass die sich zwar dann später stacken, aber vorerst mal nicht. Hauen wir die weg. Fallen lassen. Weil den Mimic-Tumor will ich definitiv haben. Wie gesagt, ich könnte schwören, dass hier irgendwo so ein instabiler Typhon war. Da ist er doch. Ja, okay. Der hat sich zuerst mit dem Ding dort oben geprügelt und dann mit dem hier. Ja, gut. Typhon haben wir jetzt auch wieder. Muss ich das jetzt wieder sortieren? Ne, wir sind tatsächlich voll mit Typhon-Zeug. Das können wir jetzt irgendwie nicht stacken. Traurigerweise. Wir haben halt wieder so viel Zeug. Wir haben, okay, 12 EMP-Ladungen. Das ist natürlich auch sehr viel. Können wir die zerlegen? Was gibt denn das? Ein Ersatzteil. Na gut. Mach mal einfach mal. Was essen wir? Wer redet denn da jetzt? Und wie kommen wir dort rein? In die Sicherheitsstation? Oh, Bianca Goodwin? Ah, das können wir mitnehmen. Ich wusste gar nicht, dass wir noch so einen Behälter hatten. Weil das ist... Nee, das ist die Shuttle Bay.
Kommen wir dort irgendwie rein? Ich dachte nämlich eigentlich, dass das dann der Bereich wäre. Dieser Security-Bereich. Ich weiß nur gerade nicht ganz, wie man reinkommt. Dass hier irgendwo angezeigt wird. Ach, dort. Waren wir dort jemals drin? Stimmt ja, da hinten war noch ein Gang. Ah, da wären wir auch nicht durchgekommen, oder? Sicherheitsbüro. Mit Riegeln. Ich weiß nicht, was das für einen Schlüssel braucht. Oh, Luke. Da gehe ich zuerst mal hoch. Erstmal ein bisschen rumklettern hier. Was ist in dieser Luke drin? Ach, da wären wir einfach oben drüber gekommen. Ja, gut, okay. Ja, jetzt sind wir nämlich hier drin. Jetzt können wir das hier öffnen. Es braucht Hacken 1. Nee, Warteraum. Ist das jetzt so richtig? Den hier haben wir geöffnet. Was ist denn der Warteraum? Also, da sind wahrscheinlich die Typen drin, ne? Hacken wir mal. Wir haben schon lange nichts mehr gehackt. Okay, dezent uncool. Wie gesagt, ich habe schon eine Weile lang nichts mehr gehackt. Man muss immer den unsicheren Weg gehen. X, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Das soll ein Warteraum sein? Das sieht mir eher nach einem Verhörraum aus. Oh Gott! Du Drecksmimik, du! Ach, Mann! Ich habe schon so viel Schaden wieder gefressen wegen diesem dreckigen Mistding. Genau dich meine ich. Stirb. Meine Güte, erschreckt mich zu Tode und macht dann dort Ärger. Ach nö. Ja, aber eigentlich sollten wir das hier finden. Vielleicht in den Mails. Halt, so. Vielleicht in den Mails oder vielleicht auch dort. Dimitri ist wie angeordnet in Verwahrung. Er kann den Türcode. Also habe ich ihn zu 1129 geändert. Ja gut, okay. Damit haben wir schon das. Jetzt brauchen wir bloß noch den Code für, Charakterbogen? Charaktername Hauptmann Alrik Stabfellow. Okay, süß. Das Bild vor allem dazu, sehr cool. Okay. Haben wir einfach mal mitgenommen. Ach, guck mal, da ist sogar mit Würfelpackung. Das ist ein cooles Gimmick. Okay, ich muss aber mal kurz zurück und die ganzen Sachen schrotten. Und das geht jetzt leider nicht. Dafür gehe ich am besten mal in mein Büro. Ich muss mal kurz gucken, wie viele Neuromods haben wir denn jetzt? Wir haben ja die eine gefunden, dadurch haben wir 3. Oh. 3 wird ja wieder interessant. Wobei wir jetzt schon viele Sachen haben, die so wenig plus kosten. Schlagkalibrierung. Ja, wird schwierig. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich würde natürlich gerne Hacken hochheben und reparieren zuerst machen, aber es wird noch einiges kosten. Schauen wir mal, wie das funktionieren wird. So, jetzt packen wir hier erstmal wieder allen Schrott rein. Genau, Schrott übertragen. Bitte nicht mal 9mm. automatisch sortieren. Wir brauchen noch bald wieder Inventarplatz. Das ist echt unglaublich. Der Wodka kann noch rein. Zack. Du bist der Nullwellentransmitter. Der ist ganz cool eigentlich. Anzugreparaturkits haben wir auch so viel. Aber die könnten wir auch gebrauchen. Das ist halt das große Problem. Da habe ich noch ein bisschen Angst davor, die wegzuschrotten. Was seid ihr? Ach, die Teifenköder. Oh, 1,20. Das ist cool. Also 60 pro Stück, das gefällt mir. Den Bananenpudding können wir definitiv auch weghauen. Ja, guck mal. Jetzt haben wir doch wieder ein bisschen mehr Platz. Schön. Können wir das ganze Zeug mal recyceln. Da haben wir auch schon wieder 3. Weswegen haben wir denn da 3 Stück? Das sind so viel? Mimiktumor 0,48. Ach krass, ja klar. Wir haben ja 23 Teifenorgane. Die haben wir kräftig gesammelt, aber die gaben auch kräftig. Diese ganzen dickeren Viecher gaben kräftig Teifenorgane. Schön. Damit können wir eigentlich schon wieder ein Level-Up machen. Zumindest uns halt eine neue Neuromod schnappen. Wir haben jetzt 5 Stück wieder. Dann holen wir uns gleich eine. Wäre ja Blödsinn, wenn nicht. Auch die Waffenmods könnten wir eigentlich machen. Waffen-Upgrade kostet ja bloß 3 und 3. Und davon haben wir ja so unendlich viel.
Ich mach davon nochmal ein, zwei, weil ich glaube, wir haben gar keins mehr. Sehen wir das irgendwo? Wenn wir jetzt nochmal eins herstellen. Ja. Nee, scheinbar nicht. Wir können aber kurz reinschauen. Wie viel haben wir davon jetzt? Ach, drei Stück, okay. Dann könnten wir hier, haben wir hier noch irgendwas? Effektiv Reichweite. Die 9mm wird wohl dieser, mit dem wir jetzt am meisten schießen. Deswegen schauen wir mal. Effektive Reichweite. Die Präzision ist ganz cool, dann können wir die Reichweite eigentlich auch noch erhöhen. Der Schaden wäre natürlich auch super auf 10, ist ganz cool, aber wir haben den Waffenschmied halt noch nicht. Magazinkapazität bringt gerade eben nichts. Das große Problem, machen wir mal das hier, ja. Sehr schön. Was können wir noch verbessern? Glukanone? Oder halt die Schrotflinte? Ich meine, das Ding können wir auch verbessern, aber ich bin mir nicht sicher, ob das... Das bringt halt viel gegen die... habe ich gar nicht dran gedacht. Gegen die Operator natürlich haben wir die Waffe. Ist ganz klar. Müssen wir auch dringend dran denken. Ja gut, lassen wir es vorerst mal so. Jetzt habe ich aus Versehen abgebrochen. Passt aber eigentlich. Haben wir irgendwelche Sachen, die wir zurücklassen können? Damit wir vielleicht nicht so viel Zeug mit uns rumschleppen. Ich glaube schon, dass es... Ich denke zum Beispiel, dass wir keine 56 Ersatzteile brauchen. Ich glaube, dass wir das Ding vorerst mal... Wobei, das könnten wir gebrauchen, wenn wir ins Wellen- und Strahlenlabor gehen. Das würde natürlich irgendwo Sinn machen, da eine Wellen- und Strahlenwaffe zu bekommen. Das hier... Anti-Rats-Pillen, wir legen uns auch einen Platz, den wir nicht unbedingt brauchen. Anzug-Reparatur-Kit kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir davon so viel brauchen werden, bis wir das nächste Mal wieder hier sind. Das sollte es vorerst mal sein. Die Sachen nehme ich natürlich mit, dass wir sie ja auf dem Weg dann auch benutzen können, aber jetzt haben wir doch mal wieder schön Platz. Na also, die Sachen sind da drin ja auch schön aufbewahrt und sind ja alle Sachen, die über sind. Schön. Dann haben wir jetzt vorerst mal... Ja, wir haben ein bisschen rumgeschaut. Wir haben die ein oder andere Sache. Wir haben jetzt größtenteils ja auch alles abgeschlossen, ne? Also hier hinter waren wir ja überall. Ach so, ja klar. Ja, in der Sicherheit. Da wollten wir ja nachschauen. Das war das, wo wir gerade dran waren. Gut, dann machen wir dort weiter. Oh Gott, so viele Aktenschränke wieder. Disruptor-Batterie, sehr schön. Baseball-Handschuh. Der Wodka wieder. Ich glaube, der gibt wirklich einiges an Zeug. Der könnte gar nicht so verkehrt sein. E-Mails. Hilfe. Schnell. Elias. Irgendwer. Okay. Nils Kergarden. Oder Kergard. Hilfe ist nochmal Nils. Das ist kein Scherz. Es geht um Leben und Tod. Bitte helfen Sie uns. Schnell. Oh Gott. Wir stecken im Shuttle-Dock fest. Bitte antworten Sie. Oh oh. Und hier, morgen use Keypad oder Büro-Keypad. Habe eine sich wiederholende Aufgabe zum Einrichten von morgens Keypad festgelegt. Wir halten jeden Monat Anfragen zur Änderung des Codes. Es läuft immer nach dem gleichen Muster ab. Morgen fragt uns nach dem aktuellen Code und ob er angefordert oder von uns ausgewählt wurde. Dann bittet er um einen neuen. Das ist ungewöhnlich. Als er das letzte Mal gefragt hatte, nannte ich ihm den Code und er schaute mich nur verständnislos an. Das war ein Code, den wir weniger als eine Woche zuvor festgelegt hatten. Vielleicht überprüft er ja, wie schnell wir antworten. Okay. Das ist merkwürdig. Ich habe ja immer noch dieses komische Gefühl, dass wir vielleicht davor auch schon... Das ist cool mit den Kameras. Dass wir vielleicht davor auch schon irgendwie die Neuromods bekommen haben oder sowas. Weil wir uns halt immer wieder an Sachen nicht erinnern. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch so alles rauskommt. Besatzung. Kein Lebenszeichen, keine Lebenszeichen. Außerhalb der Station. Oh Gott, das wollte ich nicht. Lobby, Lebenserhaltung. Maschinenlabor sollten wir doch jetzt sehr viele haben. Ja, guck mal. Blaine Cooley in der Sicherheit. Shuttle Dock. Kann aber sein, dass ich da noch gar nicht rankam. Nominal, Mathematik, Besatzungsquartiere. Aha. Also ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele Leute gefunden. Das ist eigentlich ganz cool. Es hat immer so eine Sammelsache.
die mir eigentlich ganz gut gefällt. Die Aktenschranke haben wir alle. Dass man halt so diese toten Leute findet. Oh, Schrotflinte, ja bitte. Ach, das wäre auch die erste Schrotflinte, die wir so finden können. Sehr cool. Ich belasse aber es aber natürlich bei meiner. Die größte Frage ist natürlich, macht die mehr Schaden? Wenn ich hier jetzt... Ach so, unmodifiziert? Steht das? Nee. Der Rest ist aber gleich. Wenn ich die jetzt aber theoretisch verbessern würde, geht die auch auf 45 hoch? Ja, tut sie. Okay. Dann können wir die ja theoretisch zerlegen. Die gibt auch 1,20. Ja, aber wir haben ja mineralisches das hier, ne? Wir haben ja 27 davon. Dann holen wir uns lieber die zwei Ersatzteile. Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Zerlegen, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir zwar wieder zu viele Ersatzteile, aber egal. Wir werden bestimmt auch irgendwas reparieren können. So, der Urit. Ein markierter Auszug aus dem Deborelit in den heiligen Texten der Beta Israel. Deborelit in den heiligen Texten der Beta Israel, was? Ich bin ja jetzt nicht ganz sicher, was das ist. Richter 5, Vers 26. Ihre Hand streckt sich aus nach dem Pflock und ihre rechte nach dem Arbeitshammer. Und sie schlug Sierra mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt. Sie zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Was? Okay. Komisches Zeug, was wir hier lesen. Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Muss ich wirklich sagen. Ich kenne mich da vielleicht auch jetzt gerade nicht aus. Die Evakuierung. Bericht eines Überlebenden. Tag 2. Ach ja, stimmt. Tag 2. Ich wachte auf und lag immer noch auf der Straße. Ein M35-LKW hielt neben mir an und der Fahrer rief mir zu, dass ich einsteigen sollte. Hinten saßen bereits mehrere Leute, 4 oder 5 Soldaten und ungefähr ein Dutzend Zivilisten, darunter auch Kinder. Ich stieg ein und jemand gab mir eine Flasche Wasser. Ich fragte, was los wäre und ein Soldat zuckte nur mit den Schultern. Ich sagte ihm, dass ich während eines Militärdienstes auch einen M35 gefahren hatte. Einige Leute weinten und ich schaute nach hinten. Der rosafarbene Rauch war nun mit Grau vermischt und wirbelte hoch hinauf in den Himmel. Er schien die gesamte Stadt zu bedecken. Wir nahmen weiter Leute auf, bis der LKW voll war. Bevor wir die Autobahn erreichten, hörten wir Schüsse. Die Soldaten stiegen aus und zogen ihre Waffen. Der Kommandant sagte mir, ich sollte den LKW so weit wie möglich nach Westen fahren. Dann liefen sie in Richtung der Schüsse. Oh Mann. Gut, dass er oder sie den M35 fahren konnte, aber das klingt nach keiner schönen Geschichte, muss ich sagen. Emergency Procedures? Ach so, schnell den Helm aufziehen, wenn Druck... Ah nee, oh. Evakuierungsplan, das hört sich nicht gut an. In die Escape Pods. Aha. Okay, das hört sich nicht gut an. Ich hoffe mal nicht, dass wir das irgendwann machen müssen. Aber hier im Verhörsaal wird doch nicht, oder im Verhörraum wird doch nicht der Dings sein, oder? Der Code von dem Tresor. Mrs. Illazar. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, aber ich habe nur meine Arbeit gemacht. Wir haben jetzt, jetzt habe ich Angst, dass ich keine Chance kriege, mit Ihnen persönlich zu reden. Also schreibe ich es auf. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Angst hatte, aber was da im Sim passiert ist... Ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf. Was auch immer dort los ist, ich will helfen, nicht hier in diesem Raum sitzen. Ich habe langsam den Verdacht, dass auf der Station irgendwas faul ist. Was machen die zum Beispiel in der Psychotronik? Niemand, mit dem ich Kontakt habe, kommt da rein. Ich wollte Ihnen Bescheid sagen, dass Yuri Kimura eine nicht nummerierte Neuromod in ihrem Büro hat. Okay. Das ist interessant. Achso, Typhon, ja klar. Die größte Frage ist, wie komme ich an diesen dämlichen Tresor? Das gibt's doch nicht. Die Mails habe ich jetzt auch gelesen. Habe ich die Mails gelesen? Nee, natürlich nicht. Okay. Brauchen Sicherheitsteam. Okay. Ich weiß, Sie haben im Moment vermutlich alle Hände voll zu tun, aber wir brauchen ein Sicherheitsteam, um Dimitri Bause festzusetzen. Er hat den Vorfall miterlebt und ist ziemlich fertig mit den Nerven. Wir sind nicht sicher, wie stabil er im Moment ist. Machen Sie sich ein Bild von der Lage und behalten Sie ihn, falls nötig, auf bestimmte Zeit im Gewahrsam. Und seien Sie diskret. Alex Yu. Oh oh. Okay, hier ist er das auf der Station.
Ma'am, Sie wissen ja, dass ich wegen Schlafen und so zum Arzt gegangen bin. Ich habe Pillen gekriegt, aber ich sehe immer noch Dinge. Nach dem Spieleabend habe ich aufgeräumt und auf einmal hat sich ein Stuhl von selbst bewegt. Ich bin nicht verrückt, nicht wie, Sie wissen schon. Ich wende mich nun an Sie, weil ich nach dem Alarm etwas in den Luftschacht über dem Sicherheitsraum gehört habe. Könnte schwören, da oben was Schwarzes gesehen zu haben. Wir wollten der Sache nachgehen, weil ich langsam glaube, dass wir hier irgendwas auf der Station haben. Sicherheitsoffizier Elias Black. Okay, leider ist er nicht verrückt geworden. Ilyushin. Bitte stellen Sie auch Mikaela Ilyushin unter Beobachtung. Im Moment erledigt sie zwar ihre Arbeit, aber ihr Zustand stellt ein potenzielles Risiko dar. Und wir brauchen vielleicht ein Druckmittel. Begrenzen Sie Ihre Zugriff auf Arbeits- und Besatzungseinrichtungen. Lassen Sie bitte nicht in die Nähe der Labore. Und verfolgen Sie jegliche Kommunikation zwischen ihr und Dr. Gellox außerhalb der Psychotronik. Gellegos. Okay. Die Krankenstation hat langsam den Verdacht, dass sie unter weißem Rauschen leidet. Vielleicht reicht also die Tatsache, dass sie ihre Akte gefälscht hat. Normalerweise würde ich für eine Entfernung ihrer Neuromod plädieren, aber das ist in ihrem aktuellen Zustand nicht möglich. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Oh Mann. Sarah, Sie müssen mir helfen, eine verschwundene Schlüsselkarte wiederzufinden. Das sollte oberste Priorität für Sie haben. Sie ist mit EP101 gekennzeichnet. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie fündig sind. EP101? Schlüsselkarte? Okay, wofür auch immer die sein soll. Ja, wie wir an den Tresor kommen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Hier gibt es bestimmt wieder irgendwie eine Möglichkeit, das rauszufinden. Gab es ja bisher immer. Beziehungsweise, solange es nicht gesperrt ist, gibt es auch immer eine Möglichkeit. Nur manchmal ist sie ein bisschen kniffliger herauszufinden. Vielleicht müssten wir da sogar ein paar Tote finden. Da wäre es natürlich am einfachsten, einfach das Hacken 3 zu haben, worauf ich auch gerade schon hinarbeite. Damit wir mal wirklich die ganzen Tresore auch öffnen können. Na gut, Sicherheit gab es ein paar wichtige Sachen. Waste not, it's your duty to recycle. Okay. In der Sicherheit waren jetzt ein paar interessante Sachen. Jetzt nicht so die mega tollen Dinge, aber wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen was gefunden. Und jetzt gehen wir nicht zur Psychotronik, sondern ja genau, wir gehen in Richtung des Wellen- und Strahlenlabors. Weil wie gesagt, vielleicht finden wir dort ja echt was Schönes, vielleicht eine neue Waffe. Vielleicht diese Kuhstrahlenwaffe, die wir die ganze Zeit schon sehen. Die Stationsleitung meldet Alarm. Das wäre natürlich eine klasse Sache. Ich hoffe jetzt nur, dass hier wieder nicht diese dicken Phantoms lauern. Scheint aber nicht so. Die Luft scheint frei zu sein. Sehr schön. Na, wir hätten auch die Abkürzung nehmen können, theoretisch. Hier können wir nochmal das ganze Zeug recyceln. F gedrückt halten, genau. Haben wir sonst noch irgendwas? Nochmal diesen Wodka, ne? Ansonsten passt das aber. Sehr schön. Zack. Nochmal 0,18. Exotisch. Passt eigentlich. Und damit gehen wir, wie gesagt, hier wieder ins Maschinenlabor. Vielleicht ein letztes Mal. Wir schauen mal.